Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Julina und heute erzähle ich euch, welches meine absoluten Top-Beauty-Produkte sind aus dem Jahr 2016. Nur als ganz kleinen Disclaimer vorab, ich filme heute zum allerersten Mal mit meiner neuen Kamera. Das heißt, ich hoffe sowohl, dass der Ton als auch das Bild als auch irgendwie alles passt. Das hier ist halt echt ein richtiger Oschi. Ich filme jetzt mittlerweile mit der Canon 80D und dem 24-105 Objektiv. Also es ist halt wirklich gefühlt so eine Station im Vergleich zu vorher. Und da muss man sich echt so ein bisschen reinfuchsen am Anfang. Und ich hoffe, ihr habt da so ein bisschen Verständnis für, wenn die Qualität jetzt erstmal noch nicht ganz so ist. Aber vielleicht, ich habe die Hoffnung, hier ist auf jeden Fall mehr Potenzial hinter, dass wir langfristig halt richtig geile Videos zusammen machen. Ich bin leider zurzeit auch ein bisschen krank. Das heißt, wenn ich sehr verstopft und nasal klinge, tut mir das leid. Aber ich habe mir Silvester nachts halt irgendwie ein bisschen einen weggeholt und naja, wir lassen uns trotzdem nicht stoppen und ich würde sagen, wir starten direkt mit diesem Video. Als allererstes habe ich hier ein Produkt, das gar nicht so richtig in der Make-up-Schiene drin ist. Es geht nämlich um Haare und zwar ist es ein Haaröl. Seitdem ich dieses Haaröl benutze, Leute, mein Leben ist um 1 Million Mal geiler. Das ist dieses hier von der Marke OGX. Das gibt es auch bei DM sogar. Ich glaube, das kostet so knapp 8-9 Euro. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Aber Leute, ganz ehrlich, dieses Haaröl ist der Hammer. Ich habe halt eine sehr, sehr starke Naturkrause und ich dachte halt immer, ganz ehrlich, mein Leben ist im Arsch. Ich werde halt niemals irgendwie schön einfach meine Haare nicht machen können und trotzdem mehr oder weniger gut aussehen, bis ich dieses Haaröl benutzt habe. Das Problem bei der Naturkrause ist halt einfach, dass das Haar sehr, sehr trocken ist. Und dieses Haaröl spendet so viel Feuchtigkeit, dass wenn ich das abends, sag ich mal, wenn ich meine Haare wasche, abends in die Haare reinmache, die vielleicht einfach flechte und am nächsten Morgen wache ich auf und habe mega die schönen Locken. Und das war ohne dieses Haaröl nie möglich. Ich habe schon so teure Haaröle, auch richtig aus dem High-End oder Friseurbedarfsladen oder wie auch immer ausprobiert. Nichts kommt an dieses Haaröl von OGX ran. Das heißt, auch wenn ihr irgendwie trockenere Haare habt oder vielleicht auch eine Naturkrause oder richtige Locken, probiert das aus, euer Leben wird sich um 180 Grad ändern und ihr werdet richtig viel Spaß an euren Haaren haben. Als nächstes haben wir so ein kleines Beauty-Gadget und zwar ist es der Foreo Mini. Ich persönlich bin so verliebt in dieses Device. Ich habe sehr, sehr lange Zeit immer den Clarisonic benutzt, diese Gesichtsbürste, aber war da nie so wirklich hundertprozentig von begeistert, weil mir das halt nicht gefallen hat, immer neue Bürstenköpfe zu kaufen und ja, mit diesen Borsten, das war halt irgendwie nicht so meins, weil ich halt nie das Gefühl hatte, ich kriege das richtig sauber und das ist halt zwischendurch auch so ein bisschen aggressiver und keine Ahnung. Dieser Foreo ist halt komplett aus Silikon und sehr, sehr sanft von der Oberfläche. Das heißt, ihr reißt euch die Haut nicht kaputt oder so, sondern ihr zerbricht halt wirklich alle Schmutz und Make-up-Reste, die nach dem Abschminken noch auf eurem Gesicht sind hiermit und könnt euer Gesicht einfach richtig gut reinigen. Ich liebe das, ich benutze das wirklich jeden Tag und wenn ich es mal irgendwann nicht benutze, merke ich es am nächsten Tag sofort. Ich liebe dieses Ding, ich bin abhängig und das hier kann ich jedem nur empfehlen. Ich bekomme immer wieder Nachrichten von euch, in denen ihr mir schreibt, Julina, bitte mach eine Abschminkroutine. Bitte, 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 bitte. Und der Grund, warum ich es noch nicht getan habe, ist, weil es eigentlich echt einfach ist. Und zwar benutze ich einfach nur das Lens of Oil von MAC. So, es ist nichts Besonderes. Es ist einfach nur ein hydrophiles Öl. Das bedeutet ein Öl, was man halt auf seine Haut einmassiert. Und sobald es mit Wasser in Kontakt kommt, verschmilzt es mit dem Wasser. Es gibt ja zum Beispiel auch hydrophobes Öl. Das ist Öl, was halt, sag ich mal, sich mit Wasser nicht verbinden kann. Und halt zum Beispiel auch, wenn ihr kocht mit Olivenöl, ist das ja oben, sag ich mal, immer so, dass das kleine Bläschen bildet. Ein hydrophiles Öl vermischt sich mit Wasser und dann zerbricht das komplette Make-up von eurem Gesicht runter und ihr kriegt wirklich alles weg. Wasserfeste Mascara, Augenbrauengel, Contouring-Reste, es ist einfach alles weg. Ich benutze das hier seit Ewigkeiten und ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr irgendwie was Schnelles zum Abschminken wollt, was wirklich intensiv reinigt. Cleanse of Oil von MAC. Das nächste Produkt ist schon so ein kleiner Übergang von Pflege auf so ein bisschen Beauty und zwar ist das der Lip Scrub von Lush. Von Lush gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Lip Scrubs in 1000 verschiedenen Richtungen. Das hier ist jetzt zum Beispiel einfach Santa Baby. Das ist nicht mein persönlicher Favorite. Ich mag sehr, sehr gerne Popcorn und Bubblegum. Santa Baby ist auch okay. Ich habe die anderen aber irgendwie gerade nicht gefunden. Die fliegen überall in Handtaschen, Autos und so rum. Aber diese Dinger sind so schön, wenn es darum geht, eure Lippen so ein bisschen sanft zu pieren.
empfehlen. Gerade jetzt im Winter, wenn man halt so ein bisschen trockene Lippen zwischendurch hat oder viel Liquid Lipsticks und so benutzt, ein anständiger Lip Scrub rettet euer Leben. Es ist einfach so wichtig, dass ihr auf eure Lippen so ein bisschen aufpasst, weil wenn ihr sie nicht richtig pflegt, könnt ihr sie danach nicht richtig schminken und dann ist der Look irgendwie nur so halb fertig. Dementsprechend kann ich euch die echt nur ans Herz legen. Starten wir so ein bisschen mit dem Make-up-Bereich. Als allererstes kommt natürlich Primer und ich habe es leider nicht geschafft, mich für einen Primer zu entscheiden, weil es zwei gab, die dieses Jahr halt wirklich für mich absolute Must-Haves waren. Ich mache es halt auch echt oft, dass ich die beiden kombiniere, aber ich zeige euch erstmal, von welchen Primern die Rede ist. Als erstes habe ich hier von Bobbi Brown die Vitamin Enriched Face Base und von Estee Lauder Idealist. Die Vitamin Enriched Face Base von Bobbi Brown ist ein Primer, der mit Vitaminen versetzt ist. Das heißt, ihr kontrolliert damit so ein bisschen den Ölhaushalt eurer Haut, weil, sag ich mal, die Vitamine, da ist auch so ein bisschen Zitrus und so mit drin, die ziehen halt, sag ich mal, so ein bisschen die Ölhaltigkeit aus eurer Haut raus, spenden aber gleichzeitig unglaublich viel Feuchtigkeit und machen eine sehr, sehr geschmeidige Oberfläche auf der Haut. Finde ich wirklich schön. Ich persönlich bin halt vom Hauttyp eher ein bisschen trocken und trotz der Vitamine, die hier drin sind, ist das hier der absolute Hammer. Idealist benutze ich an solchen Tagen, wenn ich das Gefühl habe, meine Poren sind so ein bisschen schwierig, weil Idealist halt ein wirklich schöner Porenverfeinerer ist. Benutze ich in erster Linie so ein bisschen auf mein Apfelbäckchen, um die Nase herum, leicht auf der Stirn und dann ist safe. Ich wollte in Zukunft auch auf jeden Fall noch von Benefit den Porefessional oder von NYX den Porefiller oder von Smashbox den Poreverfeinerer, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, auf jeden Fall auch ausprobieren, weil das wahrscheinlich alles drei günstigere Alternativen sind. Idealist von Estee Lauder ist leider echt relativ teuer. Ich glaube, es kostet so um die 50 Euro oder so. Auf der anderen Seite hält Idealist halt auch wirklich lange, aber ich denke mir halt, wenn ich eine günstigere Alternative finde, die auch gut funktioniert, werde ich das in Zukunft definitiv mal ausprobieren. Machen wir weiter mit Foundation. Bei Foundation habe ich es auch nicht geschafft, mich auf eine zu beschränken, sondern ich denke mir halt zwischendurch, ich habe verschiedene Ansprüche an verschiedenen Tagen und braucht dann halt auch verschiedene Foundations. Als allererstes habe ich von L'Oreal die Indefectible Foundation, 24 Stunden matt. Ich persönlich war nie ein Freund von matten Foundations, aber da ich halt 2016 echt auch so ein bisschen angefangen habe, mich mehr im Alltag zu schminken, fand ich es cool, eine günstigere Alternative zu haben, als meine High-End Foundations, die ich sonst immer benutzt habe. Versteh mich nicht falsch, also ich schminke mich allgemein seit 2013 und das halt auch echt oft, aber für mich war es halt immer was anderes, wenn ich als Make-up-Artist gearbeitet habe, weil ich dort halt auch immer die Produkte selber getragen habe, die ich halt verkauft habe. Und jetzt, wenn ich einfach nur zur Uni gehe, brauche ich mir keine 35, 40, 50, 60 Euro Foundation ins Gesicht schmieren. Da ist halt diese von L'Oreal echt sehr, sehr schön. Ich habe auch eine Zeit lang von Catrice die HD Foundation, heißt sie so, diese mit dem kleinen Serum-Applikator benutzt. Die war auch schön, aber im direkten Vergleich mag ich die L'Oreal Indefectible ein bisschen lieber. Als nächstes haben wir dann von Make Up For Ever den Ultra HD Foundation Stick. Dieser Foundation Stick ist der absolute Hammer. Ich persönlich hatte am Anfang mega viel Angst, weil ich mich gar nicht so krass informiert habe, bevor ich den gekauft habe. Ich bin halt felsenfest davon ausgegangen, dass der bestimmt super, super matt ist. Und ich habe halt, wie ich eben schon erzählt habe, eine eher trockenere Haut. Und ich hatte schon total Panik, dass das echt in die Hose geht. Und ich bin so happy, weil dieser Foundation Stick hat erstens eine atemberaubend schöne Deckkraft. Leute, Skin on Fleek, wenn ihr diesen Foundation Stick benutzt. Aber er ist trotzdem nicht so krass matt. So, er hat halt einen ganz leichten Glow mit drin. Ich habe den auch, by the way, heute drauf. Klar, so, mein Highlight sowieso. Aber auch wenn ihr so beim Rest guckt, ich finde halt, es strahlt halt einfach ein bisschen mehr. Und ich persönlich liebe den. Gerade auch zum Videos filmen oder zum Selfies schießen. Oder wenn man irgendwie so ein bisschen mehr halt einfach möchte, ist dieser Foundation Stick der absolute Hammer. Die letzte Foundation, die in meine Jahresfavoriten gehört, ist definitiv von Dior die Nude Air Foundation. Diese Foundation hat mein Foundation-Game für immer verändert. Es ist für mich so, so schwer, irgendwas anderes zu benutzen, weil das hier wirklich mit Abstand meine Lieblingsfoundation ist. Sie ist von der Deckkraft eher so ein bisschen natürlicher, aber ich meine, ihr kennt mich, ich benutze dann halt einfach ein bisschen mehr, aber sie fühlt sich einfach so wunderschön auf der Haut an, sie strahlt, sie ist natürlich. Ich habe die schon in so vielen Make-up-Looks und Tutorials und Videos benutzt und ihr wisst, wie gern ich sie mag. Ich benutze halt aber auch absichtlich einen Ton dunkler, weil sie halt einfach so natürlich ist, dass selbst eine falsche Farbe mit dieser Foundation natürlich aussieht. Ich habe halt einfach das Gefühl, die macht alles weg, was ich in meiner Haut nicht mag, aber den Rest lässt sie so, wie er ist, ohne ihn halt irgendwie abzudecken. Perfekte, natürliche Foundation. Haken an der Sache ist halt nur, sie ist leider echt arschteuer und ich habe schon Angst, wenn sie mir alle geht, weil den Preis möchte ich eigentlich nicht nochmal bezahlen. Ich glaube, die kostet um die 50 Euro auch. Und das ist halt echt ein Hammer, aber
Genau so ein Hammer ist halt leider auch echt der Effekt, den sie am Ende ins Gesicht zaubert. Machen wir weiter mit Concealer. Bei Concealer habe ich auch zwei Stück. Und zwar einmal von Urban Decay den Naked Concealer und von MAC den Pro Longwear Concealer. Ich persönlich muss sagen, ich mag beide Concealer unglaublich gern. Ich kann gar nicht sagen, welchen ich besser oder schlechter finde. Ich liebe halt den Urban Decay Naked Concealer durch den Applikator oder wegen des Applikators, weil man halt wirklich schön richtig reingehen kann und auch unter der Augenbraue schön scharf nachziehen kann. Ich finde die Farbe in dem hier ganz toll. Ich habe den Farbton Light Warm. Das einzige Problem, was ich mit dem hier habe, ist, dass ich das Gefühl habe, er setzt sich minimal ab. Und das habe ich halt bei dem Pro Longwear nicht. Der Pro Longwear Concealer hat dafür leider nicht den schönen Applikator und der Farbton NW20 ist okay, aber mir persönlich gefällt Light Warm besser. Aber der hier setzt sich halt bei mir nicht ab. Dementsprechend ist das irgendwie so ein geteilter erster Platz. Ich wünschte, man könnte irgendwie die beiden in eins kombinieren. Das habe ich zum Teil aber auch gemacht, dass ich die halt echt gemischt habe. Dann war es auch gut, aber irgendwie habe ich den richtig perfekten Concealer für mich leider noch nicht gefunden. Viele Beauty-YouTuber schwärmen ja in letzter Zeit vom Tarte Shape Tape Concealer. Den habe ich persönlich noch nicht ausgetestet, aber das werde ich in den kommenden Wochen auch definitiv tun. Machen wir weiter mit Puder. Als erstes möchte ich über ein Puder sprechen, was transparent ist. Und da war es für mich sehr, sehr schwierig, ob ich das benutze, was ich halt länger im Jahr benutzt habe oder wo ich finde, es ist an sich das bessere Produkt. Wenn ihr meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt und schon länger Teil von Team Jolie seid, wisst ihr, dass ich über viele Monate in diesem Jahr das Laura Mercier Translucent Setting Powder richtig hart gefeiert habe und das halt einfach mein Holy Grail war, wenn es darum geht, transparente Puder zu benutzen. Das ist auch wirklich ein sehr, sehr schönes Produkt und ich mag es sehr, sehr gerne, aber ich persönlich muss sagen, das RCMA No Color Powder ist definitiv doch noch für mich eine Spur besser, wenn es um das Produkt geht. Das Ganze hier sieht so aus. Was ich an diesem Produkt leider zu kritisieren habe, ist die Verpackung. Weil man es halt echt nur so aufmachen kann und dann halt hier irgendwie so rauskippen muss. Und das ist halt zwischendurch ein bisschen schwierig. Aber das Produkt an sich ist echt super, super schön. Es fixiert ein bisschen besser, es mattiert ein bisschen besser als das Laura Mercier Translucent Setting Powder. Was es nicht macht, ist so ein bisschen die Haut verfeinern. Was das angeht, ist Laura Mercier wirklich besser. Aber ich finde halt, wenn ich mit Primer und Foundation schon so die wirkliche Grundlage mache und es wirklich nur fixieren und abmattieren möchte, ist das RCMA No Color Powder wirklich ein sehr schönes Produkt und tausendmal günstiger. Ich glaube, das hier kostet ein Viertel vom Laura Mercier Puder. Viele von euch haben mich gefragt, wo ich das RCMA No Color Powder herbekomme. Das ist von Beautylish. Das verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Das ist auch die Website, wo ich meine Jeffree Star Cosmetics Sachen meistens herbestelle. Dementsprechend schaut sehr, sehr gerne bei Beautylish vorbei. Das ist da alles mit dem Zoll und Versand super schnell und easy geregelt. Ich schreibe euch eine kleine Erklärung auch unten in die Infobox, damit ihr wirklich über alles Bescheid wisst und ich euch die bestmöglichen Tipps hier geben kann. Was Puder angeht, wollte ich aber auf jeden Fall auch noch über ein richtiges eingefärbtes Puder reden, und zwar das MAC Mineralize Skin Finish. Ich persönlich liebe die MAC Mineralize Skin Finishes. Das sind meiner Meinung nach die schönsten Puder, die es gibt. Ich habe die, glaube ich, in echt fast allen Farbtönen, zwischendurch so unterm Auge, zwischendurch so übers komplette Gesicht, Wange, Bronzer, alles. Ich liebe diese Puder, weil sie halt wirklich ein unglaublich sanftes, geschmeidiges, schönes, zartes Gefühl auf der Haut haben, euch auch nicht so zukleistern, aber ihr trotzdem irgendwo die nötige Deckkraft habt, die man braucht. Für mich sind das im Alltag wirklich die schönsten Puder, weil sie euer Gesicht schön natürlich lassen und ihr nicht diesen Maskeneffekt bekommt, aber ihr trotzdem das abdeckt, was in eurem Gesicht so ein bisschen ist. Machen wir weiter mit Augenbrauen. Was Augenbrauen angeht, musste ich gar nicht lange überlegen, das war von vornherein klar, was mein persönlicher Platz Nummer 1 ist. Und zwar ist es von Anastasia Beverly Hills das Brow Powder im Farbton Ash Brown. Das Ganze kommt hier wie so ein kleines Duo. Es gibt einen helleren und einen etwas dunkleren Farbton. Ich persönlich mische meistens die beiden Töne. Hinten gehe ich ein bisschen dunkler rein, vorne ein bisschen heller. Und mit diesem Augenbrauenpuder bekomme ich meine Augenbrauen so schön hin. Es geht so schnell, es ist gar kein Problem. Es geht viel schneller und natürlicher und einfach easier als mit einem Stift oder mit irgendeiner Pomade oder so. Da muss man sich nämlich echt konzentrieren und aufpassen und ein bisschen vorsichtig sein, dass das Ganze nicht aussieht wie eine Nacktschnecke. Ich finde halt, mit dem Augenbrauenpuder kriegt man es viel natürlicher hin und die Augenbrauen werden einfach ein bisschen aufgefüllt, aber nicht komplett neu erfunden. Wo wir bei der Augenpartie jetzt schon sind, machen wir doch weiter mit Lidschatten. Als erstes möchte ich über eine Lidschattenbase sprechen und ich glaube, das hier ist und wird immer mein absoluter Favorit sein. Und zwar ist die Rede von MAC Pro Longwear Paint Pot
Paint-Pot im Farbton Soft Ocker. Die Pro Longwear Paint-Pots sind ja in erster Linie Creme-Lidschatten, aber durch die schöne Textur und die Tatsache, dass man Lidschatten so gut aufbauen kann, werden sie halt auch super oft als Lidschatten-Base benutzt. Dafür benutze ich es in erster Linie auch, einfach um so ein bisschen meine Augenpartie auszugrundieren, schön abzuebnen, vielleicht kleine Äderchen oder Rötungen abzudecken und dann wirklich was Schönes zu haben, wo die Lidschatten drauf halten können, super schön smooth und langanhaltend sind. Ganz ehrlich, wer den Pro Longwear Paint Pot im Farbton Soft Ocker von MAC noch nicht hat, gönnt euch. Machen wir weiter mit Lidschatten. Und da persönlich fiel es mir echt mega, mega schwer, mich zu entscheiden. Und zwar habe ich auf jeden Fall mit dabei von Makeup Geek die Manny MUA Palette. Die kommt mit 9 Farben und hiermit kann man wirklich jeden Tag einen schönen, abwechslungsreichen Look zaubern. Ich mag diese Palette einfach so gern und ich glaube, ich habe mich dieses Jahr einfach unzählige Male mit dieser Palette geschminkt. Dementsprechend absolutes Must-Have. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, euch die hier mal näher anzuschauen. Ich habe auch schon Looks und Tutorials hiermit hochgeladen. Schaut sehr, sehr gern nochmal auf meinem Kanal durch. Wenn ich dran denke, verlinke ich es euch hier oben. Aber diese Palette ist echt der absolute Oberhammer. Was andere Lidschattenpaletten anging, fiel es mir so ein bisschen schwer, wirklich noch eine zweite Palette zu finden, die gleichrangig mit der Makeup Geek Palette ist. Dementsprechend wollte ich einfach 3 Stück einmal nennen, die ich unglaublich liebe. Wo es aber jeweils auch so ein, zwei Sachen gibt, die mich so ein bisschen minimal halt stören. Als erstes haben wir hier nämlich von Tarte die Graveyard Girl Palette. Diese Palette ist wirklich unglaublich schön. Das Einzige, was mich hier dran so ein bisschen nervt, ist die Tatsache, dass die Lidschatten echt ein bisschen puderig sind. Man hat halt sehr schnell dieses Puff und überall ist Lidschatten und die Töne vermischen sich dadurch und der Highlighter bröselt auch extrem. Der ist unglaublich schön, aber irgendwie sind die halt echt nicht so fest gepresst. Das fand ich ein bisschen schade und dementsprechend war sauberes Arbeiten hiermit auch ein bisschen schwierig. An sich aber wirklich sehr, sehr schöne Produkte, die vielleicht einfach in Zukunft von Tarte ein bisschen besser gepresst werden müssten. Dann haben wir hier als nächstes von Anastasia Beverly Hills die Modern Renaissance Palette. Ich persönlich muss sagen, ich feiere die Farbkombinationen, die hier drin sind, weil ich halt wirklich das Gefühl habe, hier kann man unglaublich viele verschiedene Looks mitschminken. Was mich jedoch ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass es nur einen wirklich dunklen Ton gibt. Viele andere YouTuber, mit denen ich mich unterhalten habe oder von denen ich die auch Jahresfavoriten gesehen habe oder allgemein Reviews zu dieser Palette, behaupten, dass es gar nicht so dramatisch ist, weil dieses dunkle Braun halt wirklich einfach schön ist. Mir persönlich fehlt aber irgendwie was. Ich hätte halt mich über einen dunkleren Lila-Ton, ein Grau, ein Schwarz, irgendwie sowas noch gefreut, weil ich halt irgendwie das Gefühl habe, selbst wenn ich irgendwie sowas wie Red Ochre oder Love Letter in meine Lidfalte gebe, gibt das mir nicht die nötige Tiefe, die ich für mein Augen-Make-up meistens haben möchte. Und als letztes haben wir von Jeffree Star die Beauty Killer Eyeshadow Palette, die ich auch gerade auf meinem Kanal verlose. Falls ihr da noch nicht dran teilgenommen habt, verlinke ich euch das Video sehr, sehr gerne mal hier oben auch. Wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, wisst ihr, dass ich diese Palette unglaublich oft, gerne, viel, auch für wichtige Veranstaltungen, irgendwie zum Beispiel auf Hot Low oder so, habe ich mein Augen-Make-up immer mit dieser Palette hier geschminkt. Das einzige, der einzige minimale Störfaktor, den ich habe, im Prinzip ist es auch mega unerheblich und eigentlich ist es doch, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, auf jeden Fall gleichrangig mit der Makeup Geek Palette. Das Einzige, was ich an dieser Palette nicht so hundertprozentig optimal finde, ist das Gold. Es ist mir halt leider einfach ein bisschen zu grünstichig. Ich weiß nicht, wie grün es jetzt auf der Kamera wirkt, aber es ist wirklich ein Ticken grünstichig. Und das ist halt eine Sache, die ich an Goldtönen gar nicht mag. Ich finde halt, Goldtöne dürfen so ein bisschen Bronze oder so ein bisschen Champagner oder ein bisschen Pinky sein, aber dieses leicht grünliche, gelbliche mag ich leider gar nicht. Alle anderen Töne in der Palette sind wunderschön, aber ich persönlich kann einfach durch meine persönlichen Vorlieben mit dem Gold nicht ganz so viel anfangen. Machen wir weiter mit Wimpern. Meine absolute Lieblingsmascara dieses Jahr war von MAC die In Extreme Dimension Mascara. Die sieht so aus und hat ein sehr, sehr großes Gummibürstchen. Ich war eigentlich immer ein Freund von kleinen Bürstchen, aber warum auch immer ist die Textur, also die eigentliche Tusche, in dieser Mascara so toll und macht so volle, lange, dichte Wimpern, dass ich das echt sehr, sehr gerne mag. Wenn sie neu ist, muss man so ein bisschen aufpassen, weil wirklich sehr viel Produkt mit rauskommt, aber sobald man die hier ein paar Mal benutzt hat, ist die hier der absolute Hammer. Eine weitere Mascara, die ich unglaublich gerne mag und die definitiv auch mit zu meinen Jahresfavoriten gehört, ist von Catrice die Glam Doll Mascara. Ich muss leider aber gestehen, ich habe sie zurzeit nicht hier, weil ich hatte sie mir bei DM nachgekauft und sie war halt schon angegrabbelt und offen und ausgetrocknet und dann habe ich sie halt weggeschmissen. Und als ich das letzte Mal bei DM war, habe ich halt vergessen, eine nachzukaufen. Die mag ich aber wirklich gerne. Wenn ihr eine gute Mascara aus der Drogerie sucht, probiert auf jeden Fall von Catrice die Glam Doll Mascara aus.
machen wir weiter mit künstlichen Wimpern und dort vorab Wimpernkleber. Ich werde total oft gefragt, wenn ich meine Wimpern irgendwie zum Beispiel auf YouNow oder so live klebe, was für einen Kleber ich benutze. Und ich bin seit ein paar Monaten total auf dem Eskido Lash Loot Trip. Ich habe vorher für Ewigkeiten den von Duo benutzt oder den von House of Lashes, beide absolut scheiße. Also Duo braucht 1 Million Stunden, bis er trocken ist und dann hält er nicht mal richtig. Und House of Lashes hält okay. Trocknet auch schneller, aber ihr habt immer mega fette Rückstände in euren eigenen Wimpern, wenn ihr die falschen dann abmacht. Und das ist halt für mich das Allerschlimmste, was bei einem Wimpernkleber passieren kann. Wenn man hier halt so alles noch voll mit Kleber habt und ihr es gar nicht richtig rausbekommt, ist halt auch mega unhygienisch. Ihr könnt so doll reiben, wie ihr wollt, ihr kriegt die Rückstände nicht raus. Und das geht halt meiner Meinung nach gar nicht. Und der Eskido Lash Loot, ich glaube Nikki Tutorials hatte mal über den geredet und ich persönlich bin verliebt. Der kommt hier wie mit so einem kleinen Lipgloss-Applikator-Pinsel. Und mit dem ist es echt so einfach. Ihr pinselt einfach das Wimpernbändchen damit ein, wartet eine Minute, wenn es hochkommt, setzt die Wimper an und sie ist dran. Ihr zieht sie abends irgendwann ab, ihr kriegt sie ohne Schmerzen und Probleme ab, sobald ihr dran zieht und es sind keine einzigen Rückstände in euren Wimpern. Sind voll First World Problems, wenn man drüber nachdenkt, aber das ist so geil, wenn man einfach einen Wimpernkleber hat, der hält und trotzdem keine irgendwie Spirenzchen mit euren eigenen Wimpern oder Augen macht. Ich liebe den und wenn ihr einen geilen Wimpernkleber braucht, Leute, sucht nicht länger, ihr habt ihn gefunden, Eskido Lash Glue. Den gibt's leider aber auch nicht in Deutschland hier, soweit ich weiß, irgendwo zu kaufen. Ich habe ihn persönlich auch auf der Website von Eskido bestellt, die verlinke ich euch auch gerne mal unten in der Infobox. Dort könnt ihr den auf jeden Fall bestellen. Das hat auch echt gar nicht so lange gedauert und der ist bei mir auch nicht beim Zoll gelandet, weil der halt so günstig ist. Irgendwie, der ist halt noch bei dieser Freigrenze und der ist echt der absolute Hammer. Machen wir weiter mit Eyeliner. Und dort war es für mich auch so ein bisschen schwieriger, mich wirklich für einen zu entscheiden. Und ich fand es bei Eyeliner halt echt affig, zwei zu sagen. Aber im Endeffekt auf Platz 1 ist von Too Faced der Sketchmarker. Der hier war bei der Power of Makeup Palette dabei, als ich die im Set bestellt habe. Und ich war erst so, schwarzer Eyeliner. Ich habe eigentlich meinen von Essence, den Waterproof Eyeliner und dachte halt immer, der wäre schon Bombe. Bis ich den hier ausprobiert habe. Leute, dieser Eyeliner kommt mit so einem kleinen Filzstiftspitze. Und ihr könnt so krass präzise hiermit zeichnen. Er ist pechschwarz, er hält. Und das Geilste ist, er malt beim ersten Versuch. Ihr müsst nicht so fünfmal drüber gehen, weil es irgendwie beim ersten Mal nicht so richtig Farbe abgegeben hat. Der hier, man zieht und es gibt sofort Farbe ab. Man muss nicht dreimal drüber gehen. Und das ist halt mega essentiell, gerade bei einem Eyeliner, damit die Linie nicht dicker und dicker und dicker wird, weil man halt irgendwie sechsmal drüber gegangen ist. Dementsprechend kann ich den hier echt nur empfehlen. Den gibt es ja auch in ganz, ganz vielen Farben. Wenn ich das nächste Mal bei Sephora bestelle, werde ich mir, glaube ich, auf jeden Fall auch nochmal ein, zwei andere Farben bestellen. Einfach, um damit noch so ein bisschen mehr experimentieren zu können. Aber die Sketchmarker an sich, absoluter Hammer. Was ich jetzt gerade total vergessen habe, sind meine Lieblingslashes. Ich habe über meinen Kleber geredet, aber nicht über Lashes an sich. Ich persönlich bin mega der Fan von American Dollhouse. Leute, diese Wimpern sind der absolute Hammer. Und was bei denen hier mega, mega cool ist, die sitzen in Deutschland. Das heißt, der Versand geht schnell und es landet auf gar keinen Fall beim Zoll. Meine persönlichen Lieblingsstyles von den American Dollhouse Lashes sind Merida und Anastasia. Die sind beide echt so unglaublich schön und die mag ich echt richtig, richtig gerne. Kann ich euch auf jeden Fall echt nur ans Herz legen, dort mal auch vorbeizuschauen. Machen wir weiter mit dem restlichen Gesicht. Als allererstes Contour. Bei Contour sind es definitiv von MAC die Pro Sculpting Powder. Diese Puder sind der absolute Hammer und der Farbton Sculpt war mein persönlicher Favorit dieses Jahr. Dieses Konturpuder ist einfach so wunderschön, aschig, macht eine sanfte Kontur, sieht nicht zu dunkel, nicht zu hell, macht halt wirklich das, was es soll. Ich mag die Textur des Puders auch sehr gern, weil es halt echt schön weich und angenehm und einfach zu verblenden ist. Einziger Nachteil an diesem Puder ist halt wirklich, dass es zum Pro-Sortiment von MAC gehört. Das bedeutet, man kann es nicht in den regulären Douglas-Countern von MAC oder in den normalen Stores kaufen, sondern wirklich nur in den Pro Stores, die es in Deutschland ja zurzeit nur in Köln, Berlin und München gibt oder halt im Internet. Wenn ihr aber auf der Suche nach einem schönen Konturpuder seid, würde ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal da vorbeizuschauen und euch das im Zweifelsfall zu bestellen, weil ich persönlich liebe den Farbton. Es gibt auch noch einen dunkler, den habe ich euch gerade gar nicht gezeigt. Das ist dieser hier, der heißt Shadowy. Der ist auch sehr, sehr schön, ist halt nur wirklich extrem grau. Also den hier kann ich nicht alleine benutzen, den kann ich vielleicht mit Sculpt mischen, aber wenn ich den alleine benutze, ist es halt wirklich zu grau. Selbst für eine Kontur, das ist halt echt ein bisschen zu krass. Machen wir weiter mit Blush.
Und hiermit habe ich mich extrem schwer getan. Es geht in erster Linie um die Wangenpartie. Und zwar geht es hier um die Backup Jaclyn Hill Palette. Ich persönlich liebe diese Palette. Leute, sie ist einfach so unglaublich schön. Ich bin sprachlos. Diese Palette ist ja mit dem Release von Prosecco Pop rausgekommen. Und ich habe mich einfach mega gefreut, weil hier halt auch die Blushes mit drin sind. Und ich war immer so ein bisschen... was Blush angeht, ich mag Blush eigentlich gar nicht, das passt irgendwie nicht zu meinem Look, ist mir meistens zu süß und ich will halt nicht süß aussehen und Blush macht aber meistens süß und nee. Hatte aber so viel Positives von den Becker Blushes gehört, dass ich so war, okay, ja gut, wenn die eh dabei sind, cool. Und Leute, die hier sind so schön, die Farben sind der Hammer, die Pigmentierung ist der Hammer. Ich habe noch nie Puder in meinem Leben benutzt, egal was für eine Art Puder, die so geil verblenden. Die lassen sich einfach so butterweich in die Haut einarbeiten. Die Becker Blushes und auch die Becker Highlighter und allgemein Becker Puder... Goals, I'm dead. Ganz ehrlich, absoluter Hammer. Ich weiß nicht, wie lang dieses Video ist, aber langsam aber sicher werde ich heiser und mir ist warm und oh, kann ich mir. Wir haben es aber fast geschafft, bis der Endspurt. Machen wir weiter mit Highlightern. Und bei Highlighter, ihr seht schon, ich habe hier nur eine Kategorie, weil es halt einfach meine absoluten Top-Produkte sind. Und zwar ist die Rede hier von den Jeffree Star Skin Frost. Und zwar sind meine absoluten drei Lieblingsfarben Ice Cold, Peach Goddess und King Tut. Ich glaube, ich habe im Laufe der letzten Monate so oft über die Farben geredet und euch voll gesülzt hiermit, dass ich euch sie eigentlich gar nicht mehr zeigen muss. Aber falls ihr heute neu auf meinem Kanal seid, zeige ich sie euch trotzdem nochmal. Die sehen so aus und das sind einfach die schönsten Highlighter der Weltgeschichte. Wie ich erst schon sagte, die Jeffree Star Cosmetics Produkte bestelle ich persönlich meistens bei Beautylish, einfach weil es dort super, super schnell, easy und unkompliziert geht. Ich kann euch die wirklich nur aus tiefster Seele ans Herz legen. Wenn ihr einen richtig geilen Highlighter wollt, ist das hier definitiv die beste Wahl. Es ist bei Highlightern aber echt schwierig und ich bin persönlich ja auch die YouTube selbsternannte Glow Queen. Eigenlob stinkt, wurscht, noch gibt's kein Geruchvideo. Wenn ihr aber nochmal ein komplettes Video zu meiner Highlight Collection und allgemein meinen Highlighter Favoriten und Sachen, die ich euch empfehlen kann, sehen möchtet, lasst mich das sehr, sehr gerne mal wissen. Dann mache ich euch das nämlich sehr gerne. Ich glaube, daran hätte ich echt Spaß, euch mal alle meine Highlighter zu zeigen, alles zu swatchen. Wollt ihr das sehen? Lasst es mich definitiv in den Kommentaren wissen. Was Setting Spray angeht, ist es mir auch mega schwer gefallen. Ich fand es aber auch doof, hier irgendwie drei Stück zu nennen. Gewonnen hat im Endeffekt das Urban Decay All Nighter Spray, weil es halt meiner Meinung nach, wenn es um das Fixieren von Make-up geht und dass es wirklich super lange hält, wirklich am allerbesten ist. Wenn es auf der anderen Seite darum geht, das Make-up so ein bisschen miteinander verschmelzen zu lassen, alles schöner aussehen zu lassen und wirklich um den optischen Effekt, aber nicht um den langanhaltenden Effekt, ist es definitiv das Fix Plus. Könnte ich auf eins von beiden verzichten? Schwierig. Also das klingt auch schon wieder First World Problem. Aber sie machen halt einfach komplett unterschiedliche Sachen. Also ich finde halt, das Fix Plus muss man definitiv als erstes benutzen. Und wenn das dann gewirkt hat und alles schön miteinander verschmolzen ist, dann kann man reingehen mit dem Urban Decay und das alles dann fixieren. Am coolsten wäre es halt, wenn es irgendwas geben würde, was die beiden Sachen miteinander kombiniert. Habe ich persönlich noch nicht gefunden. Falls ihr da irgendwie ein geiles Setting Spray habt, lasst es mich sehr, sehr gerne mal wissen, weil da würde ich mich echt freuen, irgendwas Neues auszuprobieren. So, und starten wir mit der letzten Kategorie, Lippen. Was Lippen angeht und Lippenstifte, gibt es in einer richtigen Lippenstift-Kategorie wirklich nur zwei, die für mich die absoluten Favoriten dieses Jahr und allgemein, das sind so Lifetime-Favoriten. Ich glaube nicht, dass ich die beiden hier halt jemals irgendwie scheiße finden werde und immer wenn ich nicht weiß, was ich drauf machen soll und einen Lippenstift haben möchte, ist halt einer von den beiden definitiv richtig. Die Rede ist von den MAC-Lippenstiften Cream Cup und Blankety. Cream Cup ist der eher rosane, Blankety ist der eher nudefarbene. Die sind beide einfach so unglaublich schön, so sind auch beide nicht matt und jetzt werden wahrscheinlich sagen, ich will aber nur matt und oh mein Gott und ich weiß ja, wie sehr viele von euch matte Lippenstifte feiern, aber matte Lippenstifte sind halt, irgendwie für mich ist der Trend vorbei. So, ich finde halt so ein bisschen glossy, so ein bisschen fresh, so ein bisschen gepflegt, viel, viel schöner. Aber wie alles andere auch, ist Make-up halt in allererster Linie persönliche Geschmäcker und was man halt einfach selber schön findet. Und diese zwei sind definitiv meine Favoriten. Falls ich aber doch mal was richtig Mattes haben möchte und Liquid Lipstick trage, ist es definitiv einer von denen hier. Leute, ich persönlich bin verliebt. Diese Jeffree Star Velour Liquid Lipsticks sind der absolute Hammer. Jeder, der was anderes erzählt, lügt meiner Meinung nach.
So viel zum Thema Make-up sind persönliche Geschmäcker, aber... Nee, also ganz ehrlich, Leute, die hier sind der absolute Hammer. Sowohl was die Texturen, als auch die Farbauswahl, als auch die Haltbarkeit, was auch einfach alles angeht. Die hier sind mein persönlicher Platz Number One. Ich liebe sie einfach unglaublich doll. Und wenn mich jemand fragt, was ich auf den Lippen habe, ist es zu 95% irgendwas hier von Jeffree Star. Die MAC-Lippenstifte, wo ich eben sagte, die mag ich so unglaublich gerne, mag ich eher so wirklich... am Natural Days. So, an sich mag ich Liquid Lipsticks echt gerne, aber ich finde es schwierig. Ich finde, egal was ich jetzt sage, ich setze halt so voll den Stempel drauf. Ich kann mich echt schwer entscheiden, was ich lieber mag, Lippenstift oder Liquid Lipstick. Muss aber wirklich sagen, wenn ich was Langanhaltendes haben möchte, was nicht austrocknet, dann sind diese Liquid Lipsticks von Jeffree Star einfach nur absolute Weltklasse. Es gibt noch eine minimale Ergänzung und damit habe ich mich echt schwer getan, ob ich den jetzt reinnehme, ob das so notwendig ist oder ob das meine Glaubwürdigkeit, was Jeffree Star Cosmetics... Velour Liquid Lipsticks angeht, in Frage stellt. Es war mir im Endeffekt egal, weil die Farbe ist so schön. Und zwar ist das von Anastasia Beverly Hills, der Liquid Lipstick im Farbton Pure Hollywood. Ich liebe diese Farbe einfach. Und das ist echt ein Problem. Es gibt von Jeffree Star noch keine Farbe in exakt diesem Ton. Und exakt den Ton wird es eh niemals geben. Aber dieser Ton ist einfach nur perfekt. Ich wünschte mir, dass es genau diese Farbe von Jeffree Star gibt, weil ich persönlich die Textur von Anastasia auch schön finde, aber Jeffree Star ein bisschen besser. Aber wenn es um die reine Farbe geht, ist die Farbe Pure Hollywood definitiv mein perfektes Nude. So, meine Lieben, das war's. Ich habe mir echt den Mund fusselig geredet. Ich glaube, das ist somit das längste Video, was es jemals auf meinem Kanal gab. Ich weiß nicht, wie kurz ich das Ganze hier geschnitten bekomme. Oh nein, und ich sehe gerade, ich habe noch was vergessen. Lipgloss, sorry, das muss definitiv noch mit rein. Was Lipgloss angeht, gibt es dieses Jahr echt nur einen Favoriten. Und zwar ist es das Plush Glass von MAC im Farbton Nice Buzz. Das habe ich auch heute einfach drüber gegeben. Das hat so einen richtig schönen leicht Gold-Champagner-Schimmer-Effekt. Einfach drüber, super pflegend, riecht super geil nach Vanille. Ich mag die Plush Glass von MAC echt sehr, sehr gerne. Und die Farbe Nice Buzz ist mein absoluter Favorit. So, jetzt haben wir es aber auch wirklich. Alles, was ich jetzt vergessen habe, war nicht so wichtig, dass ich drüber reden müsste. Mir hat es mega, mega viel Spaß gemacht, heute euch alle meine absoluten Favoriten zu zeigen. Ich hoffe unglaublich, dass es euch auch interessiert hat und euch das Video Spaß gemacht hat zu gucken und dass ihr irgendwie vielleicht auch so ein paar Informationen mitnehmen konntet. Wie gesagt, wenn es um Websites geht, wo ich gerne bestelle, verlinke ich euch die alle unten in der Infobox, damit ihr es sehr, sehr einfach habt, im Zweifel zwar auch zu bestellen und dort alle Infos habt, die ihr braucht. Ich persönlich freue mich mega auf 2017 und alles, was uns bevorsteht. Es steht in den nächsten Monaten echt einiges hier an, wo ich euch natürlich auch mit meinem Kanal mitnehmen werde. Ich sehe dem Ganzen unglaublich positiv entgegen. Wenn ihr noch nicht wisst, worüber ich rede, ich verlinke euch das Video mal hier oben. Ich glaube aber, das ist für heute alles, was ich zu erzählen habe. Ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen, meine Lieben. Habt einen schönen Tag!